So wie ein Gewerbetreibender in Österreich eine Gewerbeberechtigung braucht, braucht ein Unternehmer, der in der Abfallwirtschaft tätig sein möchte, ebenfalls eine abfallwirtschaftsrechtliche Erlaubnis zum Sammeln und oder zum Behandeln mit Abfällen. Diese Erlaubnis kann unter bestimmten Umständen auch entzogen werden. Und genau mit den Möglichkeiten der Behörde, eine abfallrechtliche Erlaubnis zu entziehen, wollen wir uns in dieser Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht ein bisschen näher beschäftigen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Anwaltskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Wenn man in der Abfallwirtschaft tätig sein möchte, benötigt man eine Erlaubnis. Diese Erlaubnis wird, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen, von der Behörde auch gemäß § 25a Absatz 2 AWG erteilt. Eine dieser Voraussetzungen ist, dass der Erlaubniswerber verlässlich sein muss. Das heißt, es muss erwartbar sein, dass er die Gesetze einhält, vereinfacht ausgedrückt. Keinesfalls verlässlich, auch das ist im Gesetz angeordnet, gilt jemand, dem die Erlaubnis bereits einmal in den letzten 5 Jahren entzogen wurde oder der 3 Verwaltungsvorstrafen wegen Verstößen gegen umweltrelevante Vorschriften zu verantworten hat, also beispielsweise Verstöße gegen das AWG selbst oder die Gewerbeordnung oder das Wasserrechtsgesetz. Bei gefährlichen Abfällen, wenn gefährliche Abfälle von der Sammler- und Behandlertätigkeit auch umfasst sind, kommen noch weitere Gründe, aus denen die Verlässlichkeit wegfällt, hinzu. Bestimmte gerichtliche Vorstrafen im Ausmaß von mehr als 3 Jahren Freiheitsstrafe oder 180 Tagessätze Geldstrafe, beispielsweise diverse Finanzvergehen, Kriederdelikte unter gewissen Umständen, eventuell sogar unter bestimmten Umständen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in der Vergangenheit. Wenn jetzt nun nachträglich einer dieser verlässlichkeitsgebenden oder nehmenden Gründe vorliegt oder wegfällt, dann hat, das ist die zwingende Konsequenz, die Behörde die Erlaubnis auch wieder zu entziehen. Das war zumindest bislang in dieser Härte so im Gesetz vorgesehen. Durch die AWG-Rechtsbereinigungsnovelle 2019 ist das System ein wenig flexibler geworden. Einerseits ist die Erlaubnis nicht zwingend zur Gänze zu entziehen, so wie früher, sondern sie kann auch teilweise oder auch nur zeitlich begrenzt entzogen werden. Und andererseits hat der Absatz 7 des § 25a AWG eine Art Nachsichtsbestimmung. Diese Nachsichtsbestimmung ist nicht auf alle vorher genannten Gründe anzuwenden, aber zum Beispiel auf diese 2 gerichtliche und verwaltungsbehördliche Strafen betreffenden Gründe. Hier kann, wenn eben beispielsweise 3 Verwaltungsvorstrafen vorliegen, es aber zu erwarten ist, dass es nicht zu weiteren, ich sag mal salopp, Komplikationen oder Rechtsverstößen kommt, dann kann die Behörde mit der Judikatur des VWGH in vergleichbaren Fällen, wird man wohl davon ausgehen, dass die Behörde muss, dann kann die Behörde hier auch Nachsicht üben und aus diesem Grund nicht zwingend gänzlich oder teilweise die Erlaubnis entziehen. Die Bestimmung ist jung, die Bestimmung ist neu, sie ist erst seit Sommer 2019 in Kraft. Es gibt noch relativ wenig Erfahrungswerte. Dadurch, dass allerdings mehr Flexibilität jetzt für den Unternehmer in die ganze Entzugsthematik, Erlaubnisentzugsthematik aufgenommen wurde, darf mal vorsichtig spekuliert werden, dass das für die Wirtschaftstreibenden tatsächlich eine Spurerleichterung mit sich bringt.